Den dritten Preis erhält Klaus Pohl. Herzlichen Glückwunsch! Die Bürgerscheibe der Stadt Hildesheim mit einem 5,65-Teiler. Das ist schon unglaublich gut. Die Bürgerscheibe erhält Thorsten Schütze. Der Name ist Programm. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt wollen wir noch die Bürgerscheibe. Und nun kommen wir zum ersten Platz des Bürgerschießens. Der Sieger des Bürgerschießens erhält ja den Bürgerbecher der Stadt Hildesheim. Übrigens aus reinstem Sterling-Silber. Es lohnt sich also mitzumachen. Und mit dem unglaublichen Ergebnis von einem 0,00-Teiler. Also ich weiß nicht, wie das geht, aber offenbar geht es nicht besser. Christian Schäfer, herzlichen Glückwunsch! Der will auch mal drauf.